Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf der Map Lemmental in der Version 3, die ist vor kurzem erschienen. Ich erzählte das gestern schon mal, aber ich erzähle euch gleich, warum ich jetzt nochmal neu aufnehmen muss. Mit dabei ist diesmal der Kai. Hallo Kai. Hallo. Nicht der Kai, den ihr aus dem Eurotruck Simulator kennt, sondern der andere Kai, mit dem ich schon mal in OMSI gefahren bin. Der OMSI-Kai. Der OMSI-Kai, genau. Nicht der ETS-Kai, sondern der OMSI-Kai. Wir haben einen Kai-Überschuss hier. Und ich bin mit dem Scania unterwegs, ja, von Altair. Und wir steigen mal ein, starten die Elektrik und den Motor. Das ist ja hier jetzt ein bisschen anders. Ich habe Morphe Soundpack installiert. Da muss man halt öfter E drücken, auch zum Motor starten dann E drücken. So, ein sehr leiser Motor. Und wir sehen hier schon, die Kasse fährt hoch. Zack. Und wir fahren die Linie 457. Was steht hier? Vorratsdruck zu gering. Ja gut, das ist klar. So, Login. Ja, hier gibt es jetzt auch mit der Kasse von Murphy. Murphy, Quatsch. Nee, wie heißt er? Morphe. Murphy. Gibt es jetzt auch Login und Fahrer-ID? Ist jetzt natürlich nicht wie bei den Hamburger Bussen oder so, dann hier als Notizzettel dran geklebt. Deshalb dachte ich mir, ach, ich bearbeite mal ein bisschen die Textur und editiere ein bisschen das Schild, wo hier sonst drauf steht VMAX 80 km/h. Also VMAX steht da glaube ich nicht, da steht irgendwie Speed Limit oder sowas. Und das ist Login 9691. ID ist glaube ich 1805, ne? Ja. Jo. 1805. So, Hauptmenü. Bitte warten. Bitte warten. Nein, wir müssen heute, also ich muss zumindest heute ohne Fahrscheinverkauf fahren. Weil irgendwie ist hier gerade ein Fehler. Ich weiß nicht genau, ob es an der Map liegt, an Lemmental V3. Oder aber an... Warum steht hier immer noch bitte warten? Das verwirrt mich jetzt. Drück nochmal Enter. Nee, ich drück jetzt nochmal. So, jetzt geht nochmal Hauptmenü. Bitte warten. Ah, hast du Linie und Route und so schon eingegeben? Nee, das will ich ja jetzt machen gerade. Ah, dann drück mal. Was war's bei RBL? Mir? RBL. Ja, aber ich kann. Ja, jetzt geht's. Okay. Oh. Also, 4,57 war das, ne? Muss mal bei mir kurz abbrechen und mir schnell einen anderen Bus laden. Der fängt an zu springen bei mir. Oh, okay. Ach, schade. Vorhin beim Test hat es noch funktioniert, ne? 4,57 ja. War das, ne? Genau. 00001. Wenn die Abfahrtszeit gekommen ist, dann fährst du halt los und fahre ich dann hinterher. Ja, okay. Einstieg Lemmental Hauptbahnhof. So. Jetzt dürfte er draußen Betriebsfahrt geschildert haben. Ja, hat er. So, ich fahre natürlich wieder mit dem Original Hamburger Wetter. Oh, jetzt hat es gerade bei mir geleckt ein bisschen. Und das heißt, wir müssen mal ein bisschen die Heizung... Was? Warum leckt denn das jetzt so blöd? Die Heizung anmachen hier. Und zwar hier die Automatik, die den Bus automatisch auf 20 Grad regeln sollte. Und da es ja demnächst auch dunkel wird, können wir auch schon die Innenraumbeleuchtung einschalten. Das war, glaube ich, 8 und 9. Genau. Und ach, was soll's. Licht können wir auch schon einschalten. So, dann lösen wir mal die Feststellbremse. Legen den Gang ein und ziehen schon mal vor bis zum... bis zur Starthaltestelle. Wir haben noch Zeit, 3 Minuten. In 3 Minuten sollen wir abfahren. Also das könntest du auch schaffen. Du kannst dich ja direkt zur Haltestelle da spawnen im Prinzip. Ja, ich bin gerade dabei und warte, dass der Bus geladen wird. Hier steht ein Regionalexpress vorm haltzeigenden Signal mit einer 218. Aha, aha, aha.
So, hier ist eine blöde Ecke. Aber es passt alles ganz gut. Ich muss erstmal meine Haltestelle suchen hier. Nee, also was ich erzählen wollte, ich wollte gestern schon aufnehmen. Auch mit dem Scania und ach ja, da bin ich voll stehen geblieben zu erzählen. Ich weiß nicht, ob es am Bus liegt jetzt, an dem Mod. Oder an der Karte an sich, denn ich kann keine Fahrkarten verkaufen in dem Bus. Die Leute sagen nichts, wenn sie einsteigen. Es steht nur halt oben in der Schrift hier, der möchte eine normale Fahrkarte haben. Kostet so und so viel Euro. Hat aber 0 Euro hingelegt. Ja, und wenn ich ihm eine Fahrkarte verkaufe, nimmt er die auch nicht an. Selbst wenn ich T drücke und Steuerung T für Restgeld, funktioniert alles nichts. Deshalb musste ich jetzt den Fahrscheinverkauf leider ausschalten. Ich muss das nochmal testen mit dem anderen Bus, aber ich wollte schon gerne den Scania fahren jetzt hier. Zumal ich da auch jetzt so ein schönes Repaint gefunden habe, was passend ist für die Map hier. So, und ich lasse den Kai gar nicht zu Wort kommen. Ach ja, schon okay. Erzähl ja, doch mal was. Ich warte immer noch, dass mein Bus kommt. Ah. Ja, ich würde gern den Kollege ablösen, aber irgendwie kommt er nicht. So, in einer Minute sollen wir abfahren. Ich trinke noch schnell meinen Kaffee aus. Nicht, dass der noch verschütt geht während der Fahrt hier. Muss den Bus noch putzen, so nach dem Feierabend. Ja, wäre auch blöd. Für sowas gibt's doch Personal. Ach so, ja. Nimmst du jetzt den Citaro K? Ne, ich hab den Solaris genommen. Ah. Von CNB Projects. Ach der. Ja, man hat da ja an Solaris hat man tatsächlich ein bisschen Auswahl inzwischen, ne? Aber da finde ich. Der von im Red Bull Design habe ich genommen. Da finde ich die Matrix recht cool. Vor allem wenn du denn auf irgendwelchen welche Map ist denn das? Rurau, glaube ich. Die hat auch dann halt die speziellen Matrizen. Die du einblenden kannst, die dann mehrfarbig sind und so. Mhm. So, ich fahre jetzt los. Jo, ich warte immer noch. Wir warten nicht, wir starten. Was immer auch geschieht. Lalalalala, singt das Fliegerlied oder so. Oh, hier habe ich aber sehr stark ausgeholt. Lemmental Leidnitzplatz. Umsteigen. Also solange der nicht beim Abbiegen einer reinfährt wie gestern. Ja. So, der will abbiegen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ah, das ist mal ein geräumiger Kreisverkehr hier, das finde ich gut. Ah, mir gefällt die Version 3 von Lemmental richtig gut. Wir haben sie richtig schön umgebaut. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt noch gar nicht so großartig drauf gefahren. Ich bin auch auf der alten Version nicht furchtbar viel gefahren, da muss ich ja gestehen. Ach ja, ein Aufruf an meine Zuschauer hier. Das Problem, was ich vorhin beschrieben habe mit dem Fahrkarten kaufen und so und dass die Leute nichts sagen, also das werdet ihr jetzt auch hören, alle die hier einsteigen, erzählen nichts, sind stumme Fahrgäste. Falls einer von euch weiß, woran das liegen könnte, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ach, hier ist ja richtig gute Zeit. Minus 0,7 Minuten. Ach ja, und ich denke mal, von der Fahrzeit her wird es so sein, mit dem Vorgeplänkel jetzt, dass diese Episode auch wieder in zwei Teile aufgesplittet wird. Also nicht wundern, wenn irgendwann einfach es ausgeblendet wird, niemand Tschüss sagt, dann geht es nämlich nächsten Tag weiter.
in der Punkt 2. Ich weiß gerade die Episodennummer gar nicht. Und bei dir geht's voran da jetzt, oder was? Jo, ich hab grad meinen Bus hingerichtet. Hingerichtet? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hat er denn getan? Hingerichtet. und ja, ich fahr jetzt auch endlich los. Ah. Nächste Haltestelle, Lemmental-Höffe. Umsteigemöglichkeit zur Linie 453. Sehe ich die Ampel nicht. Verdammt. Da war ich ein bisschen vorsichtig mit dem Bremsen gerade am Anfang. So. Ich habe Manfred bis hier gehört. Nee, das war gar nicht Manfred, ne, oder? Das war der andere Knilch. Ja, das war Torsten. Hallo, sagt er. Mit dir reden die Fahrgäste wenigstens, ich mit mir nicht. Hier. Ich bin ein unfreundlicher Busfahrer anscheinend. Dich mögen sie anscheinend nicht so. Nee. Dabei bin ich doch so ein freundlicher. Meistens. Oh. Na, meckern die Fahrgäste bei dir, oder? Boah, fährt der Scheiße. Mein Bus hüpft so vor sich hin. Hallo, ganz ruhig. Gott, ich stehe ja kilometerweit weg vom Bürgersteig hier. So. Fahr mir bloß nicht rein, du. Ah. Nächste Haltestelle, Lemmental-Bonner Gürtel, Zechergasse. Na, inzwischen weiß ich auch schon, ohne auf die Pfeile zu gucken, oh, der schwenkt aber aus hier, wo ich hinfahren muss, zumindest den Anfang der Strecke, weil ich hier nun schon zwei, dreimal Probe gefahren bin. Aber noch nie zu Ende gefahren. Bei mir springt der Bus rum. Oha. Das ist ja nicht so gut. Nee. Gar nicht toll. Also die wollen hier gerade nicht einsteigen. Aber das Problem hatte ich vorhin bei der Haltestelle hier auch. Hier muss irgendwas komisch sein. Naja, fahren wir weiter. Wer nicht will, der hat schon, ne? Geht's denn gar nicht, oder... Ich versuche nochmal einen anderen Bus. Das haut schon hin. Muss. Nächste Haltestelle: Lemmental Hohenmarkt Rathaus. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 100 und 456 sowie zum Sightseeing-Verkehr. So, hier scheinen die Ampeln ausgeschaltet zu sein. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das auch ein Bug ist. Aber ich vermute fast, da hier eine Baustelle ist, ist das so gewollt. Immer hereinspaziert hier, auch wenn ihr nicht mit mir redet. Hoppala. Gesundheit. Danke.
Ah, jetzt muss ich noch eine halbe Minute warten hier. Ganz schön viele LKWs hier unterwegs. Guten Scania.